Seine Geschmacksnerven sind gut geölt, seine Sinne sind geschärft, der Mann ist startklar. Es kann wieder losgehen. Daniel Fischer, der Chefausbilder der Hotel- und Gaststättenschule in Dresden, ist wieder auf Testtour. Sein Ziel, die Ausflugslokale in Mitteldeutschland. Und heute das Landhotel zum grünen Baum in Thaltitz. Ich liebe ja Wasser, deshalb stehe ich an der Talsperre Pirk im Vogtland gerade. Und ungefähr ein Steinwurf von hier entfernt ist das kleine Örtchen Thaltitz. Und dort hat es einen Gasthof mit was ganz, ganz Besonderem. Und das zeige ich Ihnen jetzt. Wenn einer nicht gleich mit der Sprache rausrückt, heißt das meist nichts Gutes. Naja, obwohl die Ziegen sind ja schon mal nett. Aber das wird's ja wohl nicht sein, was er meint. Aha, ein singender Gastwirt. Wird Ihnen klar, was ich meine? So langsam dämmert's. Und offensichtlich kann er nicht nur singen. Ein singender Gastwirt, der auch noch richtig gut kochen kann, klingt nach einer eierlegenden Wollmilchsau. Wow, besten Dank. Äußerlich ist hier alles auf Musik getrimmt. Doch auch inhaltlich macht die Karte einen durchdachten Eindruck. Aber wo ist denn jetzt nur der Tausendsasser von einem singenden Wirt? Hallo. Einen wunderschönen guten Tag. Freut mich sehr. Sicher. Mich auch. Ich wollte mal fragen, bevor ich das bestelle, der singende Wirt, was hat es denn damit auf sich? Ja, das ist ein Wirt, der nicht nur kocht, also ich bin ja gelernter Koch und Küchenmeister, sondern auch singt für seine Gäste zur Unterhaltung. Wie Daniel Fischer erfährt, frönt Silvio Kunert seiner Leidenschaft aber selten im normalen Gastraum, sondern meist nebenan im großen Saal. Das Singen ist ja verwandt mit dem Kochen. Also es ist ja was ganz Ähnliches. Man braucht für Singen Kreativität, man braucht Ideen und man braucht vor allem die Liebe, die Freude innerlich. Ne? Und der Gast, der spürt natürlich beim Essen, ob der Koch Lust hat, ob es ihm Spaß macht, ob er mit Leib und Seele dabei ist. Und beim Singen ist es genauso. Was dann ziemlich genau so klingt. Der Lehrer, was willst du machen? Und das ist nicht einfach. Wer die Wahl hat, hat die Qual. Denn mein absoluter Traumjob, der stand fest. Wer was wird, der wird wird. Und ich hab mich nie geirrt. Wer was wird, der wird wird. Okay. Singen kann Silvio Kunert viel und gut, denkt sich unser Tester. Aber taugt der Wirt in ihm tatsächlich so viel wie der Sänger? Er testet das anhand der Vorspeise. Alleine der Teller ist Musik pur. Ich habe extra Bruschetta und Knoblauchbrot bestellt, weil das ganz einfache Dinge sind, an denen man aber schnell erkennt, ist es frisch und die Liebe zum Detail. Und wir haben hier frischen Knoblauch mit frisch gebratenem Brot, frisches Weißbrot mit frischen Tomaten. Also wirklich, es sieht sehr lecker aus, es riecht auch sehr angenehm. Und tatsächlich, das Lächeln verrät, der singende Wirt kann auch kochen. Auf den Zahn fühlen, Teil 2, Lammfilet auf Bohnen für schlanke 10 Euro. Die Deko ist niedlich, ne? Kleiner Salatspieß, nicht das übliche Salatbouquet. Das ist eine Deko, das ist okay. So, die Soße à part, da kann ihm immer wieder was nachkippen. Ist mir lieber, als wenn der ganze Teller in Soße schwimmt bereits. Ne? Es gibt ja ein Grundprinzip bei Dekoration auf dem Teller. Sie muss essbar sein. Und Gänseblümchen glauben vielleicht viele nicht, aber kann man ganz beruhigt mitessen. Solo wird nicht besonders schmecken, aber man kann sie bequem mitessen. Und ob des insgesamt wirklich guten Essens, glauben wir tatsächlich langsam an den singenden Alleskönner in der Küche. Doch Daniel Fischer wäre kein beinharter Restauranttester, wenn er einfach zu begeistern wäre. Er ordert das Überraschungsgericht für 12 Euro und ist schon wieder beeindruckt. Das, was ich hier sehe, ist frisches Gemüse, kurz behandelt. Also ist gesund, es sieht lecker aus. Man kaut auf Gemüse rum und nicht auf irgendeinem Brei. Das Fleisch ist wieder mit Kräutern gebraten, vielleicht extrem viele Kräuter gebraten, aber bei Kräutern ist es fast richtig, viel hilft viel. So sie, und das ist wichtig, tatsächlich frisch sind. Fleisch war sehr saftig. Roher Spargel, einfach nur kurz gebraten. Sollten Sie auch versuchen. Man muss Spargel nicht immer kochen. Super. Die Idee ist gut umgesetzt. Man kann sich also hier beruhigt vom Chef überraschen lassen.
Es ist alles nochmal extra angebraten, angeschwenkt in der Pfanne. Das Gemüse hat ein bisschen Chili bekommen, jede Menge Kräuter hat alles. Und ich kann mit beruhigendem Gewissen sagen, es ist genauso viel, wie es gut ist. Die Liebe vom Chef zu jedem Detail, die spürt man, die schmeckt man, die hört man und man sieht es auch, denn er läuft wirklich als Koch durch die Gegend, hat eine weiße, saubere Kleidung an. Die Mitarbeiter sehen genauso motiviert aus und ich muss nur sagen, mir fällt hier nichts mehr ein, es ist einfach nur gut. Auch wenn zu viel Lob ja selten gut tut, hier bleibt unserem Daniel Fischer nichts anderes übrig. 1,2, sein Urteil.